Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Bergisch Land. So, wir starten wieder mit dem, was wir am besten können, mit Grasmähen. Jetzt muss ich mir erstmal hier durchtappern. So. Ein Stück noch vor. So, let's go. Du mal wieder mal eine Runde mähen. Okay, und das Geld. Im letzten Geld ist ja nichts weiter übrig geblieben, weil wir uns ja den Kalkstreuer geholt haben. Aber wir müssen neues Geld bauen. Mit dem wir hier die Ballen pressen Co. So, der. Und weiter geht's. Oha, die Grafik war da ganz schön drin bei den Temperaturen. Der Lüfter, der Kraker jedenfalls. Ist bei 76 Grad momentan. Also sagen wir mal genau, ich guck bei der Aufnahme, wie viel es da braucht. An Temperaturen. Muss ich das für Temperaturen erreichen? Habe ich mittlerweile schon zwei Lüfter in der Bude, damit ich die Temperaturen in der Wohnung schon runterkriege. Vor der vorigen Folge hat es mal Spaß gemacht, mal den Lüfter auf die Tastaturauszugsplatte zu stellen, hier den Lüfter, hier den Thermometer, und sie gucken, wie viel Grad dort sind. Jetzt hoch bis auf 34,4 und angefangen habe ich bei 31,4. Da kann man sagen, 3 Grad wärmer. Unten am Rechner die Luft wie Rest der Wohnung. Da habe ich schon den Lüfter mit aufgestellt unten, der will kühlere Luft dort reinblasen soll. Aber habe ich so bis um eh gerade runtergekühlt gekriegt, das fällt langsam weiter. Oh, schon läuft es wieder von 34,4 auf 33,3. Ob sie das so bei den Lüftern dann bemerkbar macht. Die CPU geht jetzt auf wie hoch. Die GPU hat sich um die 77, 78 Grad eingependelt. Jetzt geht die GPU auf 69 hoch. Irgendwie gerade geschieden. Aber es liegt am LS, weil der nicht unbedingt Multicore ist und da eher Prozessor extrem beansprucht wird. Auch dass der dort nicht Wärme produziert, wenn der auch nicht rechnen muss. Sonst habe ich im Gehäuse Temperaturen von den Messfehlern oder Messpunkten zwischen 50 und
78 Grad. Will ich ja nicht was Normales, kenne mich ja nicht so aus. Aber schon mal so ganz interessant, die Werte zu sehen, was für Temperaturen im Gehäuse sind, bei den Temperaturen, die wir draußen haben. Selbst die Platten haben um die 40 Grad. Ich denke mal, das werden nur die Temperaturen im Gehäuse widerspiegeln, die 40 bis 43 Grad. Dabei ist die SSD noch die kühlere. Die HDD ist ein bisschen wärmer um 3 Grad, ja, die 43 nämlich erreicht. Aber ich gebe mein Bestes, die Temperaturen so gering wie möglich zu halten. So, haben wir die erste Wiese. Und man hört die Lüftergeräusche nicht allzu sehr an der Aufnahme. Das Mikrofon schlägt jetzt zwar laut, aber wenn ich quatsche, ist er doch offen. Von daher zu sehr was hört. So, ich will mich wirklich mal zeitnah an die Map machen und gewisse Sachen zu entfernen. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Drang und die Musik darauf. Können wir nicht helfen. So. Da haben wir es ja schon mal. So, damit geht's weiter. Wir haben hier unten drunter so was sehen im Schatten. Die Schatten sind ja auch dunkel geraten, finde ich. Gut, wenn man von Licht in Schatten fährt, sieht man in Wirklichkeit auch nicht viel. Wenn man von hell ins Dunkle geht, ist man blind, genau wie umgedreht, von dunkel ins helle klingt.
gucken hier. Ob ich auch nah am Zaun, darum ging es jetzt gerade nicht so richtig vorwärts. Mal leider hier erkennen können. Ich muss rumdrehen, dann passt das. Die nächste Bahn passt da schon alles wieder besser. So, Willi. Und gleich haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, was so für GPU-Temperaturen normal sind, aber 80 Grad finde ich ein bisschen heftig. Einzige, was kühler ist, ist die SSD. Obwohl die auch gerade Daten schreibt, weil ich hier. Wie ich das auf die SSD. Auf der SSD mache. So, alles gemäht. Mal hochklappen. Können wir uns die Presse jetzt schnappen? Reparieren brauchen wir nicht schon wieder. Die 3,50 Meter, die ich Grünfläche habe, ja momentan noch. Können wir gleich zur Ballenpresse umsatteln. Die geht manchmal extrem hoch und dann fällt sie wieder extrem. So ein Lüfter dreht fast mit 2000 Umdrehungen, die beiden Lüfter, die ich drin habe. Und das ist bei Umdrehung von 1,8. Die leisten alles, was sie hergeben, also die geben alles, was sie haben. Sobald die wieder runterdrehen in einem gewissen Bereich, geht es wieder hoch. Die Temperatur ist nicht, sondern jetzt 69, 68 Grad. Ich zucke. Ich will das ohne weiter einpegeln, das kann ja wohl sein. So, Ballus Presse ist da drüben. Oh, das wird momentan im Gehäuse kühler, jetzt dass das doch anschlägt, der Lüfter, wenn hier der kühlere Luft da in den Rechner bläst. Ein bisschen lässt die Lüfter die kühlere Luft anziehen. So, halt, stopp, hier rum.
So, weiter geht's hier. Ich knicke und knacke. Na komm. Oh, was die Lüfter der Grafikkarte schaffen, 2.500 Umdrehungen, aber egal. Wir versuchen unser Bestes. Dass wir das hier runterkriegen, alles die Temperaturen. Ich habe gestern auch stundenlang gezockt, ohne große Performance-Einbrüche zu haben. Weder vom Server auf dem Server noch hier im MP auf dem, bei Battlefield. Denkt man, dass das doch relativ gibt ihm das System. So, Dilly. Und der Stunde ist wieder fast gepresst. Aber dass heute so extreme Temperaturen sind, ist so dem geschuldet, ja. Müssen wir einfach so sagen, heute soll es ordentlich warm draußen auch werden. 38 Grad, 38, um die 38 Grad draußen. Kannst du dir vorstellen, was drin in den Wohnungen für Temperaturen herrschen? Wenn man gerade ein schönes Altbauhaus hat mit dicken Wänden. Was im Sommer angenehm kühl ist. Aber so ist es nun mal. Ich sitze nun mal an der Platte und muss damit klarkommen. Will oder nicht? Hilft dir jetzt kein Meckern und Unken? Augen zu und durch, sage ich nur. So, das reicht erstmal mit genug von Augen zu und durch, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.